Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott ist ein Gott, der hilft, immer, zu jeder Zeit. Und deshalb wenden wir uns an ihn. Er ist real und er lässt uns nicht im Stich, wenn wir uns an ihn wenden. Das ist wunderbar. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Eine Frage: Was hältst du in deiner Hand? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Was hältst du in deiner Hand? Gott will uns geben, aber so oft haben wir die Hände voll. Es passt nichts mehr drauf. Und wir beten vielleicht, oh Herr, noch das Sahnehäubchen drauf für meine Ideen, für mein Vorhaben. Noch das Sahnehäubchen drauf, man nennt es manchmal dann auch segnen. Herr, segne meine Idee, segne mein Vorhaben. Und Gott möchte geben und wir haben die Hände voll mit Alltag. Wir haben die Hände voll mit Sorgen. Ja, manchmal auch mit so vielen Dingen, die wir sehen. Viele Predigten, die gut sind, wo wir sagen, wow, schön. Da wurde ich sehr gesegnet, aber Gott möchte eigentlich, dass wir mit leeren Händen zu ihm kommen und sagen, gib mir genau das für mich. Nichts gegen Predigten, gute Predigten gibt es ganz viele, wunderbar, aber Gott möchte dir was ganz Spezielles in deine Hände geben. Sei dafür bereit. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir begreifen, dass wir nicht einfach irgendwie etwas in der Hand haben, irgendwas Religiöses oder irgendwas, was wir gut finden, sondern Herr, dass wir mit leeren Händen zu dir kommen und sagen, Vater im Himmel, fülle meine Hände genau mit dem, was ich jetzt brauche, genau mit dem, was für mich jetzt hilfreich ist. Und danke, Herr, dass du jedem begegnest. Amen. Amen. Auch heute beten wir wieder für Anliegen, die eingegangen sind. Und auf WhatsApp schreibt uns jemand Folgendes. Ich brauche Gebetshilfe, dass die Schmerzen in meinem Körper genommen werden. Seit dem 14.02. habe ich ununterbrochen Schmerzen. Das linke Knie wurde erneuert. Das rechte Knie und die Hüfte sowie der Rücken wurden deshalb überlastet. Und meine Lendenwirbelsäule soll operativ stabilisiert werden. Das macht mir Angst. Bitte betet für mich. Manchmal verliere ich den Mut. Mein Mann ist voller Sorge und körperlich geschwächt. Es wäre wunderbar, wieder lebensfroh zu sein. Und Jesus, wir danken dir, dass wir dir diese Person bringen dürfen vor deinen Thron und dass du ein Gott bist, der hilft und der heilt. Und ich danke dir, dass du diese Knie und Hüfte und Rücken wieder in Ordnung bringst, in deine göttliche Schöpfungsordnung. Und ich danke dir, dass diese Schmerzen aufhören und dass dieser Rücken wieder normal funktioniert und die Gelenke und die Knochen und die Hüfte und das Knie und überall, wo Mangel ist, da füllst du jeden Mangel aus. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der heilt. Und ich danke dir auch für ihren Mann, der voller Sorgen ist, dass du ihm diese Sorgen nimmst und dass er wirklich auf dich blicken darf, weil du ein Gott bist, der hilft und der heilt. Danke, Jesus, dass du ihm wieder neue Kraft gibst und dass du allen beiden einen wunderbaren neuen Lebensmut und Lebensfrohsinn gibst. Danke, Jesus, dass sie fröhlich sein dürfen in dir und dass du diese Ehe auch segnest. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen ging ein, um für eine Mutter zu beten. Meine Mutti war heute beim Urologen. Sie hat einen 3x9 cm großen blutenden Blasentumor, der operiert werden muss. Heute am 15.07. wird sie ins Krankenhaus eingeliefert und operiert. Ich wäre dankbar, wenn ihr für meine Mutti beten könntet, dass der Tumor leicht zu entfernen ist und nicht bösartig. Und Jesus, ich danke dir, dass nicht nur der Tumor leicht zu entfernen ist, sondern dass er verschwindet und dass nichts übrig bleibt, was krankhaft ist. Ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst bei dieser Frau. Und ich danke dir, dass sie völlig gesund sein darf,
durch das, was du am Kreuz von Golgatha vollbracht hast. Ich danke dir, dass deine schützende Hand über ihr ist und dass sie vollkommen heil sein darf in deinen Wunden. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn wir für dich beten dürfen. Die Infos sind eingeblendet. Und per E-Mail erhielten wir folgendes Gebetsanliegen. Ich muss am 24.07. in die Klinik, um mich untersuchen zu lassen, um zu sehen, was in meinem Gehirn nicht in Ordnung ist. Im August bekomme ich das Resultat. Ich habe Unsicherheit und Angst vor dem Resultat. Ich danke euch für das Gebet. Ja, in der Situation war ich auch schon mal. Das ist immer vor so einer Untersuchung. Da weiß man nie, was so rauskommt und dann geht das ganze Kopfkino, was könnte das alles sein? Dann war ich auch dort bei so einer Untersuchung, dann kommen Leute raus aus dem Untersuchungsraum und weinen, weil sie schlechte Nachricht bekommen haben und wir beten jetzt, dass eine gute Nachricht kommt. Danke Herr, dass du der Herr bist, Herr, der jetzt auch das ganze Kopfkino Herr, praktisch abstellt. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt mit dieser Person in zu dieser Untersuchung gehst und dass nichts Negatives gefunden wird. Herr, wir legen diese Person in deine Hände. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du Herr bist und danke, dass du möchtest, dass wir gesund sind, heil sind und dir nachfolgen. Danke, Herr. Amen. Amen. Und auch dieses Gebetsanliegen kam per E-Mail. Ich möchte Sie bitten, für mich zu beten, dass mein linkes Auge wieder gesund wird. Es hat sich die Masse gelöst, wo das Auge befestigt ist. Sehe immer einen Punkt, der hin und her schwirrt. Der Augenarzt sagte mir, man könne nichts machen. Können Sie bitte auch meinen Schwiegersohn ins Gebet mit einbeziehen, damit er eine Stelle bekommt? Er ist fast 2 Jahre arbeitslos. Ja, das tun wir gerne. Herr, danke. Danke, Herr. Herr, das Auge, wo der Augenarzt nichts tun kann. Danke, Herr. Herr, wir rufen Normalität in diesem Auge aus und dass das wieder einen Halt bekommt, dass das alles normal sich entwickelt und wieder zur Normalität zurückkehrt. Ich danke dir dafür und danke, Herr, auch für den Schwiegersohn, dass er eine Arbeitsstelle findet, was Passendes und lass ihn auch richtig erleben, wie groß du bist. Dass du Wunder tust. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Menschen erleben Gottes Hilfe und das ist immer wunderbar. Und auf WhatsApp schreibt uns jemand, für den wir hier gebetet haben. Liebes Gebetsteam, ich wollte Ihnen danken für eure Gebete. An der Stelle, wo der Abszess herausgeschnitten wurde, ist schon eine vollkommene Wundheilung innerhalb von 2 Wochen, was normalerweise viel länger dauert. Und an den anderen Körperstellen, an denen neue Abszesse auftraten, sind wieder zurückgegangen. Danke, Jesus. Jetzt geht es mir körperlich wieder gut. Wie schön, wenn Gott eingreift. Und aus der Schweiz erreicht uns folgende Gebetserhörung. Im Universitätsklinikum wurde beim Brust-CT-Röntgen eine für die Ärzte unklare Unregelmäßigkeit festgestellt. Dies erforderte ein zweites Röntgenverfahren, bei welchem nichts mehr davon zu erkennen war. Gott sei alle Ehre. Danke für euren Dienst über die Mittagszeit. Und eine Frau schreibt uns auch noch, ich bat euch vor einiger Zeit um Gebetsunterstützung für meine Enkelin, um ein gutes Bestehen ihres Staatsexamens. Am 23.06. hat sie ihr Prüfungsergebnisse bekommen. Sie hat gut bestanden. Dank sei Gott für die Führung und danke an euch, für die Gebetsunterstützung. Wie schön. Ja, hast auch du was erlebt? Dann lass es uns wissen. Wir haben die WhatsApp-Nummer eingeblendet und lass es uns einfach wissen, weil Gott erhört Gebet. Es muss nicht immer nur Heilung sein, sondern es können ganz andere Dinge sein. Es ist so wunderbar. Lass es uns wissen. Ja, der Tipp des Tages. Mache dir wirklich Gedanken, wie du deine Hände leeren kannst. Ich glaube, dir ist bewusst geworden, dass auch du die Hände voll hast und Gott nichts mehr obendrauf tun kann, sondern er möchte, dass du sie leerst und sagst, Herr,
ich kann es nicht, ich mache es nicht, es ist einfach für mich unmöglich, aber für dich ist es möglich. Fülle meine Hände mit dem, was ich jetzt brauche. Und du wirst es erleben, ich bin ganz sicher. Und sende uns gerne weiter deine Gebetsanliegen und auch per Telefon bis 13 Uhr. Ich möchte dir heute unser Magazin empfehlen. Schau dir diesen Trailer an. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Für heute verabschieden wir uns und wünschen dir Gottes reichen Segen. Alles Gute, der Herr sei mit dir. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.